So, willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 64. Letztes Mal hatten wir den Pilz Cup abgeschlossen. Und nun geht's zum Flower Cup. Besser gesagt zum Blumen Cup auf Deutsch. Gut, diese Strecke hier, sagen wir mal so, ist nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke. Dafür passt egal. Und man sieht vielleicht warum. Wegen den Autos. Knapp. Wenn man gegen die fährt, ist dasselbe, als würde man gegen einen Superpanzer fahren. Nur von einem erwischt werden, wie man es nennen will, wie man es gerade eben gesehen hat. Bloß abgerutscht. Und dieser Cup hat hier 4 Strecken. Das wären so insgesamt, ich muss kurz rechnen, 16 Strecken insgesamt. Auch relativ wenig, wenn man es mit Mario Kart Wii vergleicht. Aber auch genug, um ein paar Stunden zu beschäftigen. Und soweit ich weiß, kann man hier noch nichts freischalten. Jetzt muss ich das hier mal aufholen. Ich bin angespannt. Konzentriert. Und tschüss. Weil von dritter Runde. Nur eine, dann ist diese Strecke von mir zu Ende. Na toll, das habe ich natürlich keinen. Ich glaube, es hat irgendeiner von Mario wahrscheinlich den eigenen Panzer erwischt. So, die letzte Runde. Na, muss nicht auf die Männer schreiben. Geschieht dir recht. Shit. Und das auch noch beim letzten Runde. Und ich hole ich den noch ein. Drei Roller Panzer, den hole ich mal ein. Mist. Na egal. Nicht so toll. Na komm, mach hin. Vergib die Punkte. Ich will sie noch wenig was. Ja. Das war die erste Strecke. Fab Snowland. Schneelandschaften. Ich hoffe, dass diese Cup hier in ein Video passt. In ein 15-minütiges Video. Mann, jetzt sind die Hunde nicht alle. Weg mit dir. Hat euch nicht getroffen. Das hast du gebracht.
Freund kann überall nur so treffen und lässt ihn hüpfen. Das ist auch keinen Sinn, warum ich hier hüpfe. Hüpfen bringt eigentlich nur was bei. Ah, der Blitz. Mann, wer war das jetzt eigentlich? Mario oder was? Nee, das war so ich. Bumm, das passiert, wenn man sich gegenseitig anfährt. Nein, bitte. Kein Stern. Ja. So, Peach ist so richtig. Komm her, komm her, komm her, komm. Und? Ja, geh doch. Und Donkey Kong scheint gegen Chilimann gefallen zu sein. Ha. Selbe Schuld, der emotional kommt. Cooler Panzer. Und Freundchen, das ist bleiben. Ah, nein. So. Nein, ich will nicht nach vorne, ich will nach hinten. So, gleich ausgerutscht. Sehr schön. Das kriegt ihr auch nur wieder zustande. Auf einer Bananenschale ausrutschen und gleich gegen Schneemann fahren. Typisch. Weg. Lass mich zufrieden. Na, schon wieder ausgerutscht. In der letzten Runde, danke. Ich bin schon wieder nur Dritter. Ich muss aufholen. Verdammt. Nein, 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 nein. Bin schon wieder Dritter. Ah. Naja, sind dann nur zwei Schrecken. Na komm, mach hin. Also, Schoko Mountain, Schokoberg ist die nächste. Ah, das war natürlich klar, dass ich das vergesse. Feier bitte und auf gut. Die Schräge geht so in Ordnung. Man muss in dem richtigen Timing hier ankommen bei den Felsen. Ansonsten kann es sein, dass man platt gedrückt wird. Ach, Yoshi, Mann. Wenn man den Strecken schneller fahren würde, ja, er fehlt. Auf der Bananenschale ausgerutscht, den gerade als er ihn gelegt hat. Juhu! Gehen wir aus dem Weg. Ich gebe noch die Krise. Ja. Ja, danke. Eigenen Bananenschale ausgerutscht. Das kriege auch ich nur wieder hin. Yoshi ist zwar schnell, wenn er gerade ausfährt, aber sonst endlich ein Powerstern, den er gerade nicht sehr viel bringt. Außer dass ich ein bisschen mehr Abstand kriege. Und ich gebe dem jetzt nicht am Hintern. Ja, das war klar. Hast du mir einen Hintern kleben, ein Bananen. Paar Bananenschein legen. So. Letzte Runde. Irgendwie haben es mir sehr viel auf meinen Bananenschein ausgerutscht. Sonst hätte ich auch den Tunnel nicht gebracht. Und ich wollte nach hinten abwerfen. Aber das kümmert ihn anscheinend nicht. Nein, ihr überholt mich nicht. Ihr lässt mich schön auf dem ersten Platz bleiben. Freundchen, das ist die letzte Runde. Ich muss aufholen.
Ah, das war jetzt mehr als knapp. Meldet sich wieder Norton. Ups. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Auch das nicht. Weg mit der Maus. So. So, jetzt aber. Es dürfte nichts mehr dazwischen kommen. Wir müssen noch auf den Papierkorb kommen. Die Strecke gab es übrigens im Mario Kart Wii. Zum Freispringen, glaube ich. Im dritten oder vierten Cup, soweit ich weiß. Und wer sich jetzt fragt, ob ich eine Wii habe, nein, ich habe keine. Mein Bruder hat aber einen und da hatte ich gespielt. Ach, Mensch. Ein bisschen Abstand gebracht. Genau. Ich hasse das. Brav. Brav. Doch, brav. Nein. Fahr nicht über einen Bananenschalter. Die beiden erstmal ein paar Sekunden im Pedo, weil das habe ich kommen sehen, als ich jetzt kein Ding krieg. Ah, zumindest eine zu selbstverteidigen, weil irgendwann könnte auf die Idee kommen, einen Cooper-Panzer auf uns zu schießen. Das wäre nicht so toll. Nein, 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 nein. Na, also der Pilz hier ist nur auf gerader Strecke bei der Geschichte voll. Der goldene Pilz sonst. Ja, wieder. Da sieht man, was passiert. Na, 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 na. Bleib erster. Ah. Puh. Sorry, kurz passiert. Jetzt muss ich kurz ein Fenster verschieben. Wo bin ich jetzt eigentlich Erster oder was ist los? Ich habe nicht drauf geachtet. Und es wird dann noch knapp. Ich sehe. Schon wieder 15 Minuten bald vorbei. Es kann nicht pausieren. Ja, mach ihn, spuck ihn aus. Dann ist es noch in der ersten Platz bekommen. Ja, mach ihn nur noch eine Minute. Na, 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 das wird knapp, das wird knapp. Ja, ich habe gewonnen, das weiß ich auch. Ja, 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 mach hin. So, dann sehen wir uns dann im nächsten Part.